Hallo, ich bin der Sultan. Ich möchte euch ein ganz besonderes Instrument kennenlernen und zeigen. Das ist die Oboe. Oboe wird hauptsächlich in symphonische oder in der Blasmusikbereich verwendet. Was da sehr besonderes ist an diesem Instrument, das ist die Mundstück. Nämlich, das ist ein Doppelrohrblatt und da braucht man sehr viel Erfahrung, das zu schwingen zu bringen und Musik zu machen. Wenn jemand ein anderes Instrument, anderes Blasinstrument vorher gelernt hat, das ist ein großer Vorteil. Zum Beispiel Blockflöte oder Klarinette oder Querflöte. Also Oboe kann man erst ein bisschen später beginnen, circa ab 10 Jahre alt ist man geeignet. Ich spiele euch eine schöne Musik vor, ein Ente-Thema. Vielleicht kennt ihr das auch.